Make Games, Not War. Nein zur Kooperation von Crytek mit der Rüstungsindustrie. Willkommen in New York. Version 2, Port 0. Was haben Sie getan? Hui, das ist aber mal eine schöne Aussicht. Nur etwas überwuchert die Stadt. Na und auch generell, für die Menschheit sieht es im Jahr 2047 nicht gut aus. Aliens haben die Erde angegriffen und während ihrer Bekämpfung hat ein Großkonzern mit einer Privatarmee die Macht an sich gerissen und unterdrückt die Zivilbevölkerung. Na, zum Glück ist das nur das Szenario im trotzdem beeindruckend aussehenden First-Person-Shooter Crysis 3 des Videospielherstellers Crytek aus Frankfurt am Main. Das Spiel wurde weltweit über 2 Millionen Mal verkauft. Vom Anfang 2011 erschienenen Crysis 2, in dem die später überwucherte US-Metropole New York Ziel der Alien-Invasion wird, konnten sogar über 3 Millionen Exemplare abgesetzt werden. Damit gehört Crytek zu den wenigen deutschen Videospielherstellern, der weltweiten Erfolg vorweisen kann. Ein Grund für die Verkaufserfolge der Crytek-Spiele ist die von der Fachwelt viel gelobte Software, mit der die Spiele erstellt wurden, die sogenannte CryEngine. Eine Engine, das ist eine Art Baukasten, mit dem virtuelle Welten erschaffen werden können. Sie bietet beispielsweise vorgefertigte Objekte, Sounds und eine Physik. Die CryEngine ist dabei besonders beeindruckend und daher sehr beliebt. Nicht nur bei Videospielherstellern, sondern auch bei Rüstungsunternehmen. Was ihr hier gerade seht, ist kein Crysis-Teil mehr, sondern ein PR-Video des Unternehmens Realtime Immersive. Bis 2015 war das eine Tochterfirma von Crytek. Mittlerweile ist das Unternehmen unabhängig, baut aber nach wie vor mit der CryEngine virtuelle Trainingsszenarien für das Militär, genauso wie es viele andere Rüstungskonzerne machen. Im Mai 2014 fand in den Kölner Messehallen, genau da, wo auch jedes Jahr die große Videospielmesse Gamescom stattfindet, die E-Tech statt, eine große Messe für militärische Trainingssimulatoren. Dort waren zahlreiche Rüstungskonzerne, die in ihren Simulatoren die CryEngine nutzen, vertreten. Etwa der britische Meggitt-Konzern, der auch gleich einen virtuellen Schießstand auf der E-Tech aufgebaut hatte. Larry Rines, der Vice President für Virtual Systems bei Meggitt, stand uns auf der Messe für Fragen zur Verfügung und hat uns erklärt, welchen Vorteil die Verwendung der CryEngine für sie hat. Crytek gibt uns die Möglichkeit, die Welt detailliert virtuell nachzubilden. Durch den Zugriff auf den Quellcode der CryEngine konnten wir sie so modifizieren, dass wir den Soldaten beim Training Feedback geben können. Wir haben realitätsgetreue Waffen, eine realistische Ballistik und können aus den Soldaten damit bessere Schützen machen. Wir benutzen die CryEngine als Softwarebasis außerdem zum Gruppentraining für Platoons oder Squads und zum Koordinationstraining, da die Software eine beeindruckende visuelle Darstellung bietet. Die CryEngine ist wirklich ein sehr einfach zu bedienendes Sandbox-Tool, um Szenarien zu entwerfen und ein dynamisches Training für die Soldaten zu ermöglichen. Kann man also super lernen, richtig zu schießen und seine Ziele, also Menschen, zu treffen. Das machen mit dem Maggot-Simulator aktuell etwa die US Army und der United States Marine Corps. Also auch Einheiten, die immer wieder in kritische und schlicht völkerrechtswidrige Einsätze geschickt werden. Ein anderes Rüstungsunternehmen, das die CryEngine nutzt und in Köln auf der E-Tech vertreten war, ist ThyssenKrupp Marine Systems. Der Marineschiffsbauer aus Kiel verwendet die CryEngine für sein Virtual Ship Training and Information System, kurz VISTIS genannt. Wie schon bei Meggitt sehen auch die Leute von ThyssenKrupp den Vorteil der Engine in der guten Grafik und der Zuverlässigkeit durch die langjährige Verwendung in Videospielen. Johannes Schlenger, Systemingenieur für den VISTIS Simulator, haben wir auf der E-Tech gefragt, ob die Arbeit mit der Engine denn leicht falle. Also man muss sich da natürlich in gewisser Weise ein bisschen einarbeiten, aber das ist bei eigentlich jeder Engine so. Ähneln sich natürlich auch in gewisser Weise. Bestimmte Abläufe sind ähnlich wie bei anderen Engines auch. Ansonsten gibt es einen guten Support von Crytek. Wir waren dort auch vor Ort und haben Training gemacht und haben uns dort einige Sachen zeigen lassen. Es gibt halt Online-Support und dann ist das eigentlich alles möglich. Crytek schult die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rüstungsbetriebe also sogar. Die Zusammenarbeit zwischen dem Videospielhersteller und der Rüstungsindustrie ist wirklich sehr eng. Beispielsweise auch mit dem französischen Waffenhersteller Thales. Der hat für das Militär gerade den Schießsimulator Sagittarius Evolution mit der CryEngine entwickelt. Im Rüstungsfachmagazin Strategie und Technik schrieb dazu ein Oberstabsfeldwebel der Bundeswehr 2011 begeistert, dass durch die Kooperation von Thales und Crytek eine Softwarebasis geschaffen wurde, die als Quantensprung betitelt werden kann. Auch Thales berichtet in einer Pressemitteilung über die Nutzung der Videospiel-Engine in ihrem Sagittarius Evolution positiv. Zitat:
Für eine videorealistische Darstellung kommt die CryEngine 3 aus dem Hause Crytek zum Einsatz, die in Verbindung mit dem integrierten 3D-Sound ein realistisches Ausbildungsszenario ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht ein integriertes Trainingsmanagementsystem eine effiziente Nutzung des Systems und unterstützt die Ausbilder mit erweiterten und entlastenden Funktionalitäten in der Vor- und Nachbereitung der Übung. Die eingebundene künstliche Intelligenz der computergesteuerten eigenen, neutralen und gegnerischen Kräfte erhöht den Ausbildungs- und Awareness-Effekt. Je nach Eigenverhalten des Nutzers kommt es zu sich verändernden Einsatzsituationen, realistisch dargestellte Umweltbedingungen, zum Beispiel Gelände, Tageszeit, Windrichtung, beeinflussen den Übungsablauf und erfordern eine Anpassung des Nutzerverhaltens und erhöhen damit die Realitätstiefe der Ausbildung deutlich. Man verwendet einfach Satellitenbilder, etwa von Google Earth, und paart sie mit anderen Geodaten, die etwa von Militärsatelliten erhoben werden. Dann macht man daraus ein 3D-Modell, fügt Infrastruktur und so weiter dazu, macht noch ein paar Detailarbeiten und fertig ist die virtuelle Nachbildung des kommenden Einsatzortes. Und dabei ist es ja nicht so, dass die Militärs einfach den heimischen Wald um die Ecke nachbilden. In dem könnten sie ja auch gleich real üben. Nein, es geht darum, sich für Militärinterventionen im Ausland bereit zu machen. Durchaus auch für offensive Missionen. So nutzt etwa auch die umstrittene Bundeswehr-Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte seit 2011 ein Sagittarius Evolution Trainingssystem für sein Wirkmittel 90, einen Raketenwerfer. Damit können die Soldaten dann kostengünstig üben, treffsicher auf die Leute einzuwirken mit dem Wirkmittel 90, also sie zu töten. Naja, wie interessiert die Rüstungsindustrie auf jeden Fall an der CryEngine ist, konnten wir von der DFGVK 2012 auf der Gamescom in Köln beobachten. Dort warteten am Stand des Crytek-Shooters Warface einige Herren mit Sagittarius Evolution Shirts darauf, eine Runde spielen zu dürfen. Wie sich herausstellte, waren es tatsächlich Mitarbeiter von Thales, die damals den Schießsimulator mit der CryEngine entwickelten. Die wollten sich nach eigenen Aussagen einfach mal ansehen, was Crytek so mit der Software hinbekommt. Da der Sagittarius Evolution am Thales-Standort in Koblenz gebaut werde, hätte man aber auch guten direkten Kontakt zu Crytek in Frankfurt, die bei Problemen auch mal einfach vorbeikämen, erzählten uns die Thales-Mitarbeiter. Tja, so eng geht's zu bei der Kooperation zwischen Crytek und Rüstungsunternehmen. Schon krass. Wir finden, man muss sich das mal ganz bewusst werden, dass das, was Videospielerinnen und Videospieler, wozu auch viele unserer Mitglieder gehören, kaufen und spielen, auch vom Militär dazu verwendet wird, seinen Soldaten das, in Anführungsstrichen, richtige Verhalten im Einsatz und im Krieg beizubringen. Also auch, um zu trainieren, wie man am besten auf Menschen schießt und diese, nun ja, außer Gefecht setzt. Ihr wisst schon, halt, tötet. Oft kommt dann das Argument, dass es doch viel besser sei, gut ausgebildete und trainierte Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz zu schicken als unvorbereitete. Aber mit diesem Argument tun wir uns schwer. Denn was soll das heißen? Hey, der US-Soldat, der mithilfe der CryEngine das Schießen gelernt hat, braucht nur noch einen Schuss, um andere Menschen zu töten, statt mehrere Schüsse? Wow. Tolle Sache. Wir meinen, es ist eben die Aufgabe von Soldaten, von der Politik vorgegebene Ziele gewaltsam durchzusetzen. Und damit das gut klappt, trainieren die Soldatinnen und Soldaten halt in Simulatoren, die auch die CryEngine verwenden. Dabei muss man die mit der CryEngine betriebenen Schießsimulatoren einfach auch im Zusammenhang mit der aktuellen Politik der vor allem westlichen Staaten, die die CryEngine in den Simulatoren nutzen, sehen. Und die ist nun mal sehr offensiv, was Militäreinsätze angeht. Beispielsweise trainieren US-Soldaten in den Simulatoren ja nicht, wie sie ihr eigenes Land verteidigen, sondern Missionen im Ausland, etwa den Afghanistan-Einsatz oder den Irak- und Syrienkrieg oder den Global War on Terror, bei dem das Völkerrecht und Menschenrechte immer wieder mit Füßen getreten werden. Schaut hier, Real-Time Immersive wirbt beispielsweise damit, dass sie Drohneneinsätze simulieren können. Autsch. Aber klar, aus ökonomischer Sicht mag der Verkauf von Videospielsoftware an die Rüstungsindustrie logisch sein. Etwa 8 Milliarden US-Dollar sollen Armeen weltweit im Jahr für Trainingssimulatoren ausgeben. Aber es ist eben auch kein Muss für Crytek, seine Videospielsoftware ans Militär zu verkaufen. Electronic Arts, der zweitgrößte Videospielhersteller der Welt, hat mit der sogenannten Frostbite Engine einen der leistungsstärksten, die es momentan auf dem Markt gibt. Dennoch verkauft das ansonsten um jeden Cent bemühte Unternehmen die Software nicht ans Militär oder an Rüstungsfirmen weiter. Das fordern wir auch von Crytek. Dabei richtet sich unsere Kampagne nicht gegen Crytek.
Wir wollen schlicht nur nicht, dass ein Videospielunternehmen mit der Rüstungsindustrie gemeinsame Sache macht. Wir wollen Unterhaltungsmedien kaufen und spielen, dabei aber kein Unternehmen unterstützen, das von Militäreinsätzen und Krieg profitiert. Vielen Videospielerinnen und Videospielern sind die Verstrickungen zwischen Crytek und der Rüstungsindustrie ja noch nicht mal bewusst. Nach ersten kritischen Artikeln über die Zusammenarbeit zwischen Crytek und Rüstungsherstellern im Jahr 2012 ist eine Liste der militärischen Nutzer von der CryEngine-Website verschwunden. Wir haben damals zum Glück einen Screenshot gemacht. Und damit auch das ganz klar ist, uns von der Deutschen Friedensgesellschaft geht es nicht darum, irgendwelche Videospiele zu verbieten. Nein, einige unserer Mitglieder zocken ja selber gerne. Uns geht es darum, dass Unterhaltungsmedien und die Firmen dahinter zivil bleiben. Wir wollen durch den Kauf von Spielen keine Unternehmen unterstützen, die mit dem realen Militär bzw. der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten und aus militärischen Konflikten Gewinne erzielen. Wir wollen einfach unbeschwert Spiele kaufen und spielen. Für Crytek kommt diese Kampagne übrigens nicht überraschend. Wir haben dem Unternehmen bereits Ende Februar 2017 per Einschreiben mit Rückschein einen Brief mit Fragen zu ihren Kooperationen mit der Rüstungsindustrie zukommen lassen. Auch per Mail haben wir den an das Unternehmen geschickt und er ist auch angekommen. Reagiert hat Crytek darauf aber nicht. Mitte März 2017 haben wir es daher mit einem weiteren Brief probiert und diesmal auch um einen Gesprächstermin gebeten. Wir sind gerne bereit, mit Crytek über unsere Forderung, dass sie ihre CryEngine nicht mehr an Rüstungsunternehmen verkaufen sollen, zu reden. Auch dieses Schreiben ist bei Crytek eingegangen und auch darauf haben wir aber leider keine Reaktion erhalten. Hey Crytek, sehr geehrte Yerli-Brüder, wenn ihr das hier seht, ja, es gefällt uns teilweise nicht, mit wem ihr so Geschäfte macht. Wir haben da so unsere Meinung zu und auch viele Argumente, die wir euch aber auch gerne direkt nochmal im Detail nahebringen wollen. Und dann hören wir auch gerne eure Argumente und Sichtweise. Lasst uns halt mal reden und ignoriert uns halt nicht, denn wir sind auch eure Kundinnen und Kunden. Tja, und ihr, die ihr dieses Video hier seht, habt vielleicht noch Fragen oder wollt weitere Informationen. Die findet ihr etwa auf unserer Kampagnen-Website unter www.crytek.dfg-vk.de, wo es auch einen längeren, mit Quellen belegten Text über die Zusammenarbeit von Crytek mit der Rüstungsindustrie gibt. Dort findet ihr außerdem Kontaktinformationen zu uns und natürlich könnt ihr uns auch beispielsweise über Facebook kontaktieren und da weitere Informationen zu dieser Kampagne finden. So, das war's dann mit diesem Hintergrundvideo zur Crytek-Kampagne. Spielt Spiele und entwickelt sie, aber realer Krieg und echtes Militär sind halt Mist und kooperiert halt deswegen nicht mit Rüstungsfirmen oder dem Militär. Love Games, Hate War. Ciao.